Aber jetzt ist Ruhe. Ja, ja, sowieso. Du nimmst nicht mit auf oder so. Nee, ne? Bitte? Du nimmst nicht mit auf oder so. Nee, ich bin einfach nur als Special Guest mit eingeladen. Scheiß drauf. Wir werden das gleich erklären, was so stark an der Kombination ist. Wir rushen natürlich beide Formel, ne, Puma? Ja. Okay. Nee, wir machen beide. Du machst. Ach, wir werden das schon sehen. Mhm. Also, jetzt seid mal bitte ruhig, ja. 3, 2, 1, los. Leute, und damit ganz herzlich willkommen zu, ja, wie soll ich sagen? Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich das Ganze nennen soll, denn es carried euch unnötig hoch. Ne? Ja, also ich weiß auch nicht mehr, wie man das Ganze jetzt so, ja, wie man es euch noch vermitteln soll. Aber ich und Puma, wir haben halt einfach wieder was Neues am Start. Ich habe gesagt, wir haben sehr viele Sachen uns angeübt, ne, wie wir eben mit Challenger gekommen sind, beziehungsweise wie wir fast an das Level Cap von Challenger gekommen sind. Und ja, ich weiß nicht so recht, wie uns das gelungen ist, aber ihr seht es halt immer wieder von Folge zu Folge, dass wir uns das einfach verdient haben. Ja, es ist nicht irgendwie so, dass wir mal da irgendwie hingekommen sind, nur weil wir mal Glück hatten. Nein, sind einfach gut, ne? Letztes Mal hatten wir hart Maiping und so. Jetzt haben wir unsere Butterkühe gestellt, ne? Ich habe mir wieder was leisten können, dadurch, dass ihr immer F5 gedrückt habt, das war ganz wichtig, weil dadurch habe ich einfach 10-mal mehr verdient. Und ich mach die Videos eh nur, damit ich Geld verdiene. Ich meine, nein, ganz ehrlich, wer macht die Videos einfach, weil er Spaß hat? Nein, ich will die Dollarzeichen sehen. Ja, ich deswegen ist überhaupt LOL. Genau, Spaß. Warum eigentlich? Auf meiner F5-Taste klebt schon das Dollarzeichen. Da habe ich mir so ein 5-Cent-Stück drauf getackert. Ja, worth. Hm. So, wir haben halt jemanden dabei, der noch nicht ganz weiß, mit welchen Challenger-Typen er hier spielt. Sowieso nicht. Ja, ich hoffe, ich war angesprochen, weil wenn nicht, wäre das jetzt eine peinliche Aktion gewesen. Nein, du nicht. Du bist nicht der Special Guest. Scheiße. Special Guest ist mein Handschuh. Ja, und die Violine. Die Violine, genau. Die Violine. Mm. So, ganz wichtig, bei Ramos Chen Synergie-Botlane, ja. Ihr denkt wahrscheinlich erstmal, das ist nicht stark. Ne? Keine Range und so weiter und so fort. Abwarten. Mit Level 2 geht's steil. Mit Level 2 entwickelt weiter eine Fernkampfattacke, die sich sehr gut einsetzen kann. Da kommt schon der erste Taunt knapp daneben. Liegt, glaube ich, an der Butter, oder? Guck mal. Ist aber kein Ding, weil ich habe eh 5 Vielfalt. Da kann man ruhig mal daneben. Stimmt, das geht eigentlich. Hätte ich auch machen sollen. Habe ich vergessen. Aber das ist nicht schlimm. Mhm. Ist schon ein bisschen her, dass wir das letzte Mal das gespielt haben, ne, Puma? Ich glaube, wann war es? Vor 3 Stunden? Okay. Ja. Ist zu lange. Was will sie jetzt hier? Ich möchte guten Tag sagen. Sehr schön. Keine Ahnung. So macht man das. Ja, die 5 Vierbots müssen ja auch irgendwo hin. Ja. Meine, was willst du mit denen machen? Die müssen raus. Angebot. Die müssen einfach raus. Die Scheiße. So, Taunt haben wir, ne? Die ist irgendwie geil auf dich, die Alte. Freut nicht. So, Ja, man sieht halt einfach das Bait-Potenzial mit dem 5-4-Pots. Übrigens, die Botlane hat einen ganz besonderen Namen, diese Synergie, ne? Ich finde halt wirklich, dass sie genau das beschreibt, was sich hier dann auf der Lane im Endeffekt abspielen wird. Sie heißt einfach Rammen. Ja. Rammen, also Kombination aus Ramos und Chen, Rammen. Weil wir einfach die Gegner rammen werden, dann kriegen sie den Taunt rein und dann sind sie tot. Ja, da würde ich auf jeden Fall ein Patent für anmelden. Rammen, genau. Ja. Hab ich auch schon. Oh fuck. Kriegt ihr den da oben alleine tot oder? Ach. Ah, die sind gar nicht im Teamspeak, wa? Ne. Okay. Auf geht's. Hier, die müssen wir. Kein Problem, Puma. Sehr schön gemacht. Macht worth Trade. Ich glaube, wir haben gerade bei denen der Summoner Angst rausgeholt. Ja. 100 Poro. Stimmt. Das hat man jetzt bei dem Patch hier. Wegen Poro King Modus. Genau, das hat sich zu Leben geschmissen. Sehr schön gemacht. Und wir haben auch gleich den Poro King. Ja? Ja. Das treffen wir gerade den Poro. Habe ich gerade nicht ready, ist auf Cooldown. Ah, okay. Ja, leider, tut mir leid. Also, ich könnte es auch mal probieren, mein Poro. Soll ich mal probieren? Ja. Ich wette, er flasht jetzt. Ich wette, er flasht jetzt. Nein, ich muss anvisieren. Auf geht's. Sehr schön. Rennt mir zwar nicht hinterher, die Alte. Aber es ist egal, einfach drauf. Kein Problem. Wie gesagt, kein Problem für den King. So, komm her. Du bleibst hier.
Sag. Ist nicht wahr. Aber das ist kein Problem. Ja, war von Anfang an klar. Ihr könnt mir jetzt echt nicht erzählen, dass das funktioniert da gerade auf der Botlane, oder? Wir sind Challenger, keine Sorge. Nee, das ist ernst gemeint. Wir spielen bis jetzt jede Botlane, wir gewinnen immer. Meistgespielte Botlane im Challenger-Bereich ist Volibear Singed. Das sollten wir dir wahrscheinlich nochmal zeigen, weil das ist wirklich was, das kann man immer bringen. Ja. Bei Rammus Shen muss man sagen, das fickt auch alles. Ja. Weil das ist basiert jenseits von dieser Größe. Ich skill auch mein Tornto, weil der muss einfach knallen. Ja. Und da knallst du alles weg, was du da als Gegner kriegst, alles. Ja. Okay. Und keine Chance, die sind einfach tot, die fallen einfach um, ja, volle Lebendigkeit. Vor allem mit dem Poro eben. Ja, das Poro, habt ihr gesehen, das hat uns den Kill erstmal ermöglicht. Mhm. Ist natürlich nur möglich, solange ihr Weihnachtszeit spielt, deswegen, das ist unsere Weihnachtsbotlane, kann man so sagen. Haben zwar keine Skins uns dafür gegönnt, aber das brauchen wir nicht. Denn die erweckt nur den Anschein, dass man viel Geld hat, aber scheiße spielt. Ne? Nee, mit Skins spielt man besser, habe ich mir sagen lassen. Nee, ich nicht. Nicht? Nee, ich spiele ganz scheiße mit Skin. Deswegen spiele ich hier einen scheiß Rex Standardmüll. Ja, ne, Puma? Ja. Was kaufen wir für Items? Wissen wir das schon? Formel, haben wir doch gesagt. Formel, ne? Hat man eigentlich gesagt. Das ist eigentlich ganz klar. Weil dadurch seid ihr einfach richtig schnell. Ne? Da könnt ihr einfach mithalten vom Movement her und könnt euch bewegen, als wärt ihr wie eine Feder unterwegs, obwohl ihr startet. Genau. Sehen vielleicht viele nicht auf den ersten Blick, dass Formel eben genau diese Eigenschaften gibt. Aber das ist in etwa zu vergleichen mit dem versteckten Phantom Dancer. Ihr habt Attack Speed dabei und habt Movement Speed dabei. Das ist schwer zu wahrzunehmen und erstmal zu verstehen, aber wenn ihr es verstanden habt. Hier an, die Leona ist wieder fast tot. Ihr seht das am Attack Speed. Das ist versteckt im Itemplatz Nummer 9. Ja. Drei Viertel. Ja, ich dachte schon, die Kalista wäre AFK. Auch hier die AFK-Rate sehr hoch. Ja, genau, weil die haben halt, die sehen halt diese etwas stärkere Botlane, wogegen sie noch nie spielen mussten. Mitte ist S. Das ist kein Problem für uns. Macht ja, Bild daneben. Guck hier, bringst du den Thorn rein. Ja, wunderschön macht ihr das. Der Thorn. Einfach ab. Einfach den Kleen. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr gleich alle so tot seid. Nee. Hier, was wollen die machen? Die sind alle tot. Ich meine, wir haben Thorns ohne Ente. Ja, kein Problem. Ja, ich meine, jetzt Thorn dich da einfach rein. Oh, da geht's. Komm mit. Hier, zack, der Thorn. So, zack. Richtig schön. Und der nächste Kill. Einfach kein Problem. Ja, natürlich. Daran hast du gezweifelt. Ich hab nicht dran gezweifelt. Doch, daran hast du gezweifelt. Nein. Das ist Quatsch. Schön gemacht von ihr, aber das reicht leider nicht. Nee, das reicht gegen uns nicht. Jetzt geht's jetzt richtig los, oder wie? Und 3-1. 3-1, Shen. Und jetzt geht's erstmal richtig los. Jetzt bin ich Level 6. Ja, Shen kann mich auch nochmal ulten mit seiner Ult. Ganz logisch, er kann mich natürlich auch ulten mit seiner E. Genau, du kannst eigentlich mit allen Fähigkeiten ulten auf Shen, aber nur, wenn ich mit der Ult dann wird dir die Passive abgenommen. Genau, du solltest ulten mit deiner Ult, weil dann ist es Ult. Oder es ist auch der Kult, so nennt man das, ne? Ich glaube. Ja. Ja. So, vor allem, was sehr, sehr worth ist, habe ich auch fast zwei mit Armut. Wie macht ihr das eigentlich mit den Farmen? Teilt ihr euch den oder je nachdem? Das ist, ja, das muss man auch so sagen. Oder wenn der eine von uns den Farm macht, hat der andere den auch. Ist einfach so bei der Kommunikation. Ja. Wenn man Synergien hat, dann hat man Synergien eben für immer. Und dann teilt man alles. Vor allem Griff hier, siehst du schon, 200 Armor auf Shen nach Minute 8 wirklich stark. Das ist einfach. Ja. Du bist stark. Ja. Du siehst auch, ich stehe 203. 3-1 Shen, also wir sind zusammen, ihr seht ja, wir carryen das Game. Aber du hast gefeedet. Ja. Das muss man leider sagen, das tut mir leid. Das war vielleicht nur ein Ausrutscher, aber. Das gehört dazu. Man guckt euch hier den Damage an durch den Thornmail, wunderschön. Man muss den Schein erwecken, dass man schlecht ist. Ja. Das gehört auch mit dazu. Jetzt hat er das sehr schön gemacht, wenn er mal guckt, hier Puma hat das halt wirklich schon perfektioniert, was er da spielt. Ich finde das sehr cool. Weil ihr habt jetzt gesehen, was er alles gemacht hat. Ja, er hat von den 1 gegen 2 wirklich sehr schön gemacht. Summoner Spell sehr schön rausgeholt, ja. Das war richtig gut gespielt. Und vor allem und den Kill. Da muss man wirklich mal gut davor ziehen, was da los ist. Weil das finde ich stark. Ne? Und ihr seht auch schon. Pumas nächster Itemansatz geht wieder in Richtung Thornmail. Zwei halten einfach besser. Oder? Ja. Selber doppeltes Attack Speed umfallen, die Crit Chance auch. Die Crit Chance ist unglaublich, das dürfen wir noch gar nicht erwähnen. Weil das fällt uns gar nicht mehr auf, ja, weil wir critten einfach jedes Game. Da denkt man irgendwann nicht mehr dran, dass man crittet. Ja, aber auf Rammus holt ihr euch einen Sunfire, weil damit könnt ihr einfach gegen Leona ganz schön gut trotzen, weil ihr habt schon Sonne mit euch.
Und wenn er dann noch Feuer hat gegen den Sonnenchampion, dann seid ihr richtig gut das dabei. Das war auf jeden Fall richtig gut, der Taunt ja, von mir. Genau, der war richtig gut, ich hab's auch gesehen. Sehr schön. Nee, Puma, deine Meinung zu der Botlane? Ich würde nicht zu deep gehen. An Woli bei Sinjit kommt sie nicht ganz ran, oder? Nee, ich glaube nicht. Ihr seid zu deep. Wenn man das mal so anmerken darf. Sagst du es uns? Ja. Ja, ich bin aber... Ich könnte auch... Komm, gehen. Auf komm, bait. Komm, hier! Triple Taunt! Der erste Kill. Das wird hoffentlich auch nicht der letzte sein. Nein! Ja, machst du toll. Sauber. Easy. Als ob du Kills bekommst. Nee, das geht doch nicht wegen unserem Damage. Nee, unser Damage ist einfach enorm. Ich weiß gar nicht, warum ich noch Serious spiele. Also eigentlich müsste jeder so spielen, wie ihr spielt. Alter, du spielst bitte Serious, ja? Ja, guck mal. Man spielt das Spiel nicht aus Spaß. Natürlich nicht. Als ob man das Spiel aus Spaß spielt. Ich würde sagen, Fritz, jetzt fangen wir hier die Cutter ab. Stimmt eigentlich. Gute Idee. Vor allen Dingen rein theoretisch müssten das ja auch High-Elo-Gegner sein, weil Fritz ist Diamond, Puma ist Diamond. Was? Ich bin Challenger. Bist du mich verarscht? Ja, ihr seid Challenger, es tut mir leid. Challenger. 50.001. Natürlich. Es tut mir leid, ich wollte das gar nicht aussprechen, dieses ekelhafte Wort Diamond. Also rein theoretisch müsste das Gegnerteam auch so im Challenger-Bereich sein. Da kommt aber ziemlich wenig von denen. Ja, wir sind die einzigen, die auf diesem Niveau spielen können in League of Legends EU West. Ja. Nee, League of Legends World. Na, guck dir den Pandion an, bitte. Komm her, Alter, Junge. Was willst du? Komm mit, Junge. Ja, aber. Jetzt kommen wir. Das ist was ganz anderes. Da kommt ihr nicht drauf klar, was bei dem Shen abgeht. Hier, da, siehst du? Da, das 6, hat sie noch. 2 Shen. Genau, so geht das. Kein Problem für uns. Diamond. Diamond, Alter. Und wehe, du spielst nicht Serious. Da siehst du halt einfach den Brand. Ich muss 1-2 in der Mitte. Ich darf nicht verlieren. Das hatte ich nach 2 Minuten. Hier, Ultimate an, durchpushen. Ihr seht doch den Wave Clear, der ist riesig. Einfach alles weggehauen. So, jetzt bauen wir den Chariot noch weg. Wieder günstig durch unsere Attack Speed, Crit Damage, Movement, ne? Ja. Seht ihr, guck mal, wie schnell wir das Ding attacken. Ganz schnell geht das Ding down. Ist kein Problem alles. Ja, der braucht auch keinen Brand, der will nur noch ein bisschen Ruhe abstauben hier. Nee, ich will den Last Hit. Den kriegst du nicht, keine Sorge. Meinst du nicht? Nee, kriegst du nicht. Er hat leider meine. Ah! Ausgereicht. Wie gesagt, das ist halt einfach. Mach halt einfach 1 gegen 2, gar kein Problem. Kein Problem, finde ich. Aber kriegst du da. Oh, die hat auf jeden Fall Lust. Oh, ich hab. So. Und die alle fallen dann mal weg. Komm, wir gehen jetzt rein, Fritz. Nee, ich geh einfach weg. Das ist was. Die haben nicht gut kalkuliert. Wir haben auch keine Dornpanzer. Ja, so ist einfach. Ihr seht, Leute, ihr könnt euch halt nie aufs Team verlassen. Ist halt einfach so. Wenn Panther meint, er muss hier wegrennen, dann rennt er eben weg. Dank der Mobility. Na, Fritz, bleib mal am Tower. Du wolltest nicht bestimmt bleiben. Nee. Ja, aber ich hab Ulti. Nee. Nee. Ich muss mir jetzt kaufen, Puma. Das ist, finde ich, nicht akzeptabel, was du hier den Leuten vorschlägst. Ja, da hat er den Killsteal. Ja, das Killsteal. Das war auf jeden Fall gekillsteal. Das war nicht schön. Nee. Das Entschuldigung können wir uns jetzt auch sparen. Ja. Nee, das gehört sich nicht, sowas. Ganz ruhig. Da fällt schon alles um. Nee, ich raste jetzt aus! Ach, scheiße. Tja, aber solange Obst im Haus ist. Ja, das ist wirklich die Bananen. Sind immer wichtig. So. Vor allem die Ninja-Frucht. Nee, jetzt mach mal halblang, guck mal. Du stehst jetzt. Ich steh 304, ja, was stehst du? Ja, das Problem ist 626. Ja, das ist weise eigentlich, ganz ehrlich. Was halt ein bisschen blöd ist, ich sehe jetzt nichts mehr, weil ich habe gerade meinen Bildschirm kaputt gehauen. Aber das brauchen wir auch nicht bei der Botlane. Nee, eigentlich nicht. Du brauchst eigentlich nur die Synergie im Kopf. Dann läuft das. Sonst hauen wir, was hauen wir sonst für KTs raus hier mit der Botlane insgesamt? Glaub so, ja, so sind wir bei 42 Nullern, ne? Oder eigentlich ist es unser Bestes gewesen bisher, 42 Locker. Nullern. Hier, guck mal, sie weiß auch gar nicht mehr, was los ist. Tut das eigentlich weh, so gut zu sein? Ja, das muss ich teilweise fragen. Ulti, Puma! Ich hab die Ulti gerade eben auf die Top-Lane gemacht. Kein Problem. Aber kein Problem, ich mache hier 1v2 easy.
Kein Problem. Ich rolle einfach. Und da habe ich es überlebt. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ja, sehr schön gemacht. Gar kein Problem, ich habe ein Shield. Ja, das Problem ist, das Shield reicht halt nicht immer. Schade. Aber Toplane, Witter, hat er jetzt mit einem Gank gewonnen. Und ihr seht auch, dass ich Botlane recht gut dabei war. Ja, ich habe die beiden einfach, hab alles rausgebaitet, was man konnte. Oh Mann. Ja. Ja, das weiß ja. Ich so. Ja, also. Ja, ich wollte mal ein bisschen eure Lane feeden, damit das ein bisschen spannender bei euch im Video wird. Das verstehe ich wirklich. Ja, das muss einfach mal gemacht werden. Man muss den Gegnern auch eine Chance lassen. Ja. Ich mein, man sollte es nicht so belassen, wie es hier ist, weil das wirklich unfair teilweise ist. Nee, es sollte einfach nicht so aussehen, als wäre es OP, damit Riot das nicht irgendwie bannt oder so. Das wäre ja. Die Champions werden jetzt neuerdings aus dem Spiel entfernt, obwohl wir sind. Habe ich gehört, die Watch wurden schon entfernt, ja, wegen uns, ja. Dann müsst ihr mal die Patches durchlesen von den Riot. Genau, wurden rausgenommen, weil es zu stark ist. Mhm. Und es zwei Spieler detected wurden, die damit bis an die Spitze gekommen sind. Aber das ist nicht, ist es egal, wer die sind. Da wollen wir jetzt nicht näher drüber reden, weil vielleicht, wir wollen ja nicht, dass die beiden entlarvt werden. Ja, was halt auf jeden Fall worth ist, ist, ich habe schon hier 250 Armor. Genau, das ist sehr schön. Ich habe 211. Ich würde sagen, wir diven jetzt einfach hier. Genau, würde ich auch sagen. Ja. Das ist halt einfach der Spirit. Seid wirklich stark, Leute. Ihr könnt Full Armor gehen, weil die haben halt. Und zack, und tot. Ganz easy. Komm her, Alter, du Olle. Du Olle, Junge. Oh. Und da hab ich gar kein Ding. Barbara. Gar kein Ding. Tanky, tanky. Muss man sagen. Ah, komm zu mir. Wir brauchen deine Hilfe. Ich geh dich bitte wieder um. Ach du Scheiße. Und er ist da. Einfach. Das ist einfach der Tor wieder der Kai. Da sieht man, wer Challenger ist. Sehr schön gespielt. Sehr schön. Ich hab nen TP. Wollen wir jetzt Balls zeigen? Ja, ja. Die hast du nicht. Geh mal rein. Ja, dann gehe ich jetzt hier weg. Ja. Übrigens, Puma und ich habe das Ganze sehr gut verfeinert. Oh, Junge. Das war geplant. Das war jetzt echt wenig. Er wollte, dass Leona engaged. Ja. Oh, nö. Nee, nicht Kalista. Nee. Och, nö. Ich krieg jetzt voll den... Ja, war süß von dir, Shen. War auf jeden Fall süß. Puma, nochmal die Spells. Das war ja. Das war gut. Nein, wirklich jetzt. Stolz auf dich. Man könnte jetzt sagen, dass mein Fleisch ein bisschen zu spät war, aber ist kein Problem. Vor allem ist es sehr gut, man kann Full Armor gehen gegen die, weil die haben wirklich 5x AD Champions. Mhm. Das ist eigentlich sehr cool, weil wenn ihr da wirklich drauf achtet, dann macht ihr wirklich euren... Ihr seht auch Pata, Vegas, Full AD. Ja, das ist einfach nicht mehr normal, was da bei den Leuten abgeht teilweise. Die machen so viel AD-Schaden, dass sie einfach ganz krass damit umgehen können. Ja. So, pass mal auf hier, gehen wir einfach drauf, Ult an, sagt das. Die kommt gar nicht mehr weg, Alter. Zack, einfach tot, das Ulti. Ulti. Nächster Taunt, einfach. Ja, das ist halt auch so ein bisschen wie die Fesselungslane, nur dass man eben das Ganze dann die Rammenlane nennt, ne? Mm. Man rammt halt und dann eben zu taunten. Ist im Endeffekt dasselbe. So. Weil wir aber auch noch offensiv auf Rammus gehen wollen, bauen wir uns ein C4. Ja, ja. Ganz wichtig auch. Wegen der Tenacity eben auch. Und allein wegen dem Attack Speed. Ja. Attack Speed ist sehr wichtig. Jetzt passt auf, guckt auf den Chen, ihr Doktor. So sieht's aus. Ja, stimmt. Das muss ich übrigens auch noch euch gleich zeigen. Wenn wir wieder größer sind, haben wir einfach den Effekt, dass die Gegner eben Angst haben und einfach erstmal wegrennen. Das ist ganz wichtig. Taunten, diven können wir ohne Probleme. Und. Ja, der ist schon sogar. Ja, drehen wir es mal um. Ich bin noch nicht groß genug. Gum-Gum hinter euch. So. Guck mal, das. Sehr schöner Tor. Weil jetzt kommt der Pantheon. Genau, weil jetzt gibt's Dresche. Ja. Ja, schöner KS. Hey, du hast den Kill doch bekommen, was für ein KS? Ja, ich meinte den imaginären. Ja, was? Den Gedankendiebstahl. Ja. So, den Blue Buff stehle ich dir jetzt. Ja, ihr seht, der macht richtig viel Schaden an mir. Ich glaube, die
Ja, das ist. Der mich, glaube ich, einfach hin und drück S. Das ist auch eine gute Mechanik auch schon. Ja, vor allem, wenn man halt schön. Sunfire und vorne ja. hat. Muss. So, Merkurs baue ich mir trotzdem, Leute, weil ich einfach finde, dass man ein bisschen Tenacity braucht. Ja, dann gehen wir jetzt auf C4, Leute. Zeig euch das eben schnell. Attack Speed, hier C4, das Ding. Kann man schön Sprengstoff nehmen. Movement Speed, alles super. Cooler Reduction, können öfter taunten. Da taucht da fast ein Permatont, zusammen mit Shen könnt ihr Permatonten. Jetzt gehen wir einfach rein. Ja, ich glaube, es ist schon zu spät. Nee, nichts ist zu spät. Toyota. Okay. Ach du Scheiße. Kein Problem, stirbt einfach. Ja, das macht er nicht. Warte, ich meine. Stark, erster Down. Weiter Down. Und dritter Down. Warum? Weil es nicht zu spät war. Ja. Siehst du, und du hast deinen Blue Buff jetzt auch. Also rein theoretisch war das gerade perfekt, was wir gemacht haben. Ich hatte meinen Blue Buff schon vorhin bei deinem Blue Buff. Ah, okay. Aber praktisch. Augen auf, Augen auf. Ist auch sehr stark, wenn ihr einfach die. Oh nein, ich bin so ein Noob. Könnt ihr einfach hier, genau hier, schön, wunderbar, guck hier den Proxy an. Ich proxy einfach den Rengar. Kann man sehr gut machen. Minion, ja. Ich werde mir auch gleich die Größe gönnen, weil Größe ist wichtig. Man muss einfach stark sein. Macht man durch Größe. Man muss ja auch zeigen, was man in der Hose hat, ne? Ja. Nein, nicht in der Hose. Ich habe Stacheln auf dem Rücken. Im Kopf. Mehrere. Im Kopf. War es bereit. Und zwar einfach hier. Oh Gott, da geht's nicht. So, ich mache mal Botlane Turret, Leute, kein Problem für mich. Ramos ist eine Tower-to-Push-Maschine. Deswegen spiele ich das auch ganz gerne, ne? Guck mal, wir spielen das. Für den Plus-Push. Das ist jetzt so eine Bottom-Lane, wo man sich dann so ungefähr Mid-Game trennt. Der eine geht Roam, ja, Shen, und der andere, der pusht einfach nur noch. Weil das ist einfach seine Stärke. Ja, mit dem Attack-Speed und den Spritz auf die Tower. Muss man einfach wirklich anerkennen. So, jetzt gehen wir back. Und dann gehen wir jetzt mal wieder zu unserem eigentlichen Freund. Ist nämlich da oben. Und der hat auch eine Rüstung wie ich. Ja, Arzt. Aber ich kaufe jetzt, wie gesagt, erstmal C4. Und da ist direkt der Flash-Out. Panic Flash hier vom Rengar. Das ist wichtig. Du siehst, wir stehen 5-1 und 9-5. Und das ist wirklich, man sieht's, ja. Man sieht's einfach, dass ich die Bot in. Und Leute, ich werde euch gerne ans Herz legen, spielt es einfach, ihr werdet ohne Probleme, mindestens bis die ja kommen, wenn ihr das einmal geübt habt. Übt das zweimal, kommt dann schon bitte. Master überspringt das sofort. Braucht er nicht mehr. Na jawohl. Guck mal, die frisst einfach, ne? Ich kann auch gerne noch weiter Turret gehen, das tut mich nicht. Stun. Doch, gar kein Problem. Komm her. Jawohl, taunt und tot. Ich tank auch gerne noch 5 Stunden. Kein Problem. Jawohl, du. Der andere ich glaube, ohne die Taunts würden wir das gar nicht so schaffen, wie wir das jetzt das eigentlich schaffen. Mit Flash, oder? Oh! Madlife! Sehr schön. Und executed. Ach, der Power greift mich an, das habe ich gar nicht gemerkt. Ah, passiert. Nicht schlimm. Oh, das war close. Macht aber nicht. Weil der Wille war da. Der Wille war da. Ja. Gut, auch sehr schön getauntet, ja. Wunderbar. So, ganz wichtig ist dann auch, ne, dass ihr mental wieder bei eurer Synergie-Botlane seid. Shen muss immer euer Freund sein. Denn die Shen-Ulti, die geht nur auf euch. Egal, wie viel Leben ihr als Amumu habt. Ich meine natürlich als Ramos, ist ganz klar, ne, Versprecher gehört dazu. Ramos bekommt immer die Ultimate von Shen, ist ganz wichtig, auch wenn er teilweise... Und auch Minions geht auch. Das gilt fürs Late-Game. Ja, Minions geht auch, das ist eine sehr schöne Kombination. Wards, da kann ich dann sehr schön antipieren, kann man das... Die Wards bringen dann 500 Leben. Den Ward, genau, die entwickeln sich dann auch zu Nahkämpfern und machen dann Schaden. Ja. Später dann auch im Late-Game zu Fernkämpfern, sind die extrem gefürchtet, stärker als Baron. Muss man einfach wissen. Ja, ich bin ein Baron. Wie könnt ihr so eine... Baron, ne? Ja, einfach rein! Jawohl, die Idee, oder? So, ich würde sagen, ich geh erstmal rein. Mir macht gar nichts mehr Schaden. Ich bin einfach der ADC. Dem niemand mehr was drückt. So, wenn es mal klappt wird, räumen wir einfach weg. Noch mal rein. Re-engage. Sehr schön. Re-engage. Schön. Sehr schön. Schön. Ja,
Er hat gefehlt. Ja, das kann auch nur mal vorkommen, dass man mit 34-19 die Stats, die Teamfights dann doch noch verliert. Ja, das liegt daran, dass man das vorschlägt. Ja. Wenn der Brand aber nicht reingeht, dann. Ja. In Wirklichkeit geben wir denen gerade nur eine Chance. Nein, die tun sowas, hätten sie eine Chance. Ist, die haben das sie ist denn jetzt die Mindgames. Und zwar denken sie, sie haben eine Chance. Ja. Und zwar gleich, obwohl wenn wir sie gleich zerstören im Teamfight. Ja. Wenn wir sie gleich im Teamfight zerstören, dann. Genau. Das dann ist sehe ich auch so. Da muss ich meinem Duo-Q-Partner recht geben. Ja. Dann sind sie geschädigt fürs Team. Genau. Nee, wirklich, die sind richtig geschädigt. Mhm. So, größer bin ich noch nicht, das kommt gleich. Wir haben auch gleich hier ihren Abschiedsbrief rein. Ich hole mir gleich Bait, Leute. Red Buff natürlich erst davor, weil es ganz wichtig. Wer den jetzt von euch beiden bekommt, ist wieder egal, weil beide habt ihr diese Mechanik. Ich finde halt einfach, was bei Fritz so ein bisschen fehlt, ist einfach die Armor. Stimmt. Aber 332 ist halt wirklich noch nicht viel, ne? Ja. Aber ich muss halt auch ein bisschen den Schaden machen, weißt du? Ja, ich habe auch Schaden. Guck hier. Leona rennt schon weg, siehst du? Ja, die rennt schon wieder, du bist einfach zu groß. Die hat noch den Großen vor Augen und rennt einfach. Wenn ich klein bin? Guck mal, wie schnell du das Ding machst, das ist einfach nicht mehr normal. Alter, ey. Das Ding ist jetzt so dreimal respawn. Zack, schön. Schön gemacht. Good job, schöner Taunt. Ja, ich push so, Bot den schnell raus, jetzt, ne? Jetzt ganz wichtig, einfach rein in die Mitte. Einfach rein. Okay. Oh, das geht so in die Hose! Das geht nicht in die Hose. Stell mal eine Ward, Alter. Hab ich. Wo denn nur, Alter? Ich sehe keinen Ward. Ja, braucht er auch nicht. Ihr seid stark genug. Jetzt immer wieder mehr. So, und hier seht ihr. Haben wir's. Ja. Wurde getauntet. Oh nein. Och nö. Gar kein Problem. Boah, Junge! Was passiert hier? Das ist Shen. Ich komme. Guck mal, wir machen das Ende, Leute. Wenn du mal hier da. Taunt. Warte, ich wollte auch nochmal. Er war getaunt. So, ich hol mir den Sekt. Ja, ne? Mach einfach den Beyblade Let It Whip Move und dann müsstest du den eigentlich bekommen. Ich will nochmal eben schneller, wenn ich noch schneller bin. Ja. Beyblade Let It Whip. Und zack, drauf, für jung. So. Schreibt der, sorry, Mann, er kritte doch mit dem letzten Auto-Attack. Guck mal, ich komme, das ist meiner diesmal. Weil du hast schon einen. Müssen wir uns natürlich teilen. Dann haben wir doppelte Synergie, doppelte Slow, hält besser. Mach dann einfach S, ne? Und krieg ihn trotzdem. Passiert. Ist nicht schlimm. Was halt auch drauf. Schön ist, deckt auch gar nicht zu Auto-Tanken, weil das macht die Kennt der Bitch. Ja, dann kann man sich auch ganz auf das Tanken konzentrieren und das Taunten. Ja. Und einfach eben Sunfire plus vorne, das ist einfach die Wahrheit. Genau. Deswegen haben wir in beiden Item Bills. Hier, schön! Passiert. Das war mal ein Bait. Ja, nur das sieht voll aus als normalerweise Challenger. Ach du Kacke. Hier, Lenker, nicht schon wieder, Alter. Heute ist nicht sein Tag. Er hat schon extrem Angst. Hau ab, Junge. Komm her. Du bist ja unguter Liste, aber du bist halt einfach scheiße. Ja. Die Wahrheit muss einfach gesagt werden. Okay. War der Anpassungsflash, dass wir dumm sind, weil wir haben gesehen, dass sie eine Ward stellt und deswegen sind wir einfach mal drüber geflasht. Jux ist auch immer wichtig. Der Jux, genau. Warum ist der wichtig, der Jux? Weißt du das? Ja, nee. Weil sonst kannst du dich ja nicht kratzen, wenn sie dich juckt. Stimmt. Nee, aber es ist wirklich so. Finde ich auch. Und kratzen ist auch immer wichtig, wenn ihr den Kill gemacht habt. Haben wir es gar nicht erwähnt. Ja, das machen wir. Euch ist vielleicht nicht aufgefallen, aber ich sitze eigentlich unten ohne da. Da kratze ich mich etwas mal ein bisschen. Nach jedem Kill eben, ne? Wichtig. 40 Mal. Genau, 40 Mal im Game. Das ist keine Seltenheit. So, Puma, wir machen jetzt Toplane, würde ich sagen. Nexus? Ja, ja. Nexus, Toplane, Nexus. Gut, und vor allem ganz wichtig, ne, gegen das Full AD Team, was sie haben, schön nur Rüstungsdecken. Magic Assist braucht ihr nicht.
krass. Nee, die Katharina macht eh kein Magic, das haben wir ja gerade schon geklärt. Ja, das haben wir ja schon mal erwähnt, ja. Das brauchst du jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber rein theoretisch habt ihr zusammen mehr Farm als die gegnerische Kalista. Das ist gut. So, er täuscht jetzt den DC vor. Der DC-Meister. Guckt ihn euch an. Ja, stellt sie einfach hier hin. Und das ist eben das Starke daran. Einfach hinstellen. Einfach so das vor. Täuschen, dass es halt wirklich schon fast den Anzeigefehler erweckt. Dass es wahr ist. Das ist es nicht, Leute. Puma ist bei uns. Glaubt mir. Er unterstützt die Synergie weiterhin. Komm, 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 komm. Oh nein. Ja. Kein Problem. Kein Problem. Das war. Es liegt jetzt einfach daran, dass Puma disconnected ist. Nein, der ist da. Der ist nicht disconnected. Stimmt. Das war ein Anzeigefehler. Das solltest du. Nee, er ist einfach gerade mal einen Homerun gelaufen. Aus Respekt vor den Gegnern, das ist auch wichtig. Damit sie denken, dass er nicht gut sei. Ja. Oh, Pantheon. Ach du Scheiße. Immer das. Jetzt war es wieder der Kiel. Und da kommt er natürlich auch wieder raus. Schade. Ist er wieder. Ich wusste es. Es steht bei uns. Das war kein DC. Er war nur schnell in der Denkphase, der Synergiephase. Das ist, ne, Puma, wirst du mir bestätigen können. Ja, genau so war's. Finde ich auch. Denn, jetzt denken sie, das können sie gewinnen. Können sie aber nicht. Jetzt sind wir einfach durch den Minion durchgerollt. So macht man das auch ganz gerne. Hast mal. Du Phantom Dancer? Ich nein. Das ist natürlich, das ist doch wichtig. Das kannst du nicht durch Minion rollen. Soll ich mir eins holen? Ja. Also Chris, was meinst du dazu? Phantom Dancer wäre echt wichtig. Ja gut, glaube ich mir. Weil er hat halt schon den Attack Speed durch das Zephyr, aber die Crit-Chance fehlt einfach. Ja, und vor allem, dass nein, Crit-Chance haben wir schon durch vorne, das darfst du nicht vergessen. Hast du gar nichts gelernt. Movement Speed und Attack Speed ist drin. Ist im 9. Itemplatz 3 Viertel. Ist das enthalten. Wie gesagt, wollte ich nur erwähnt haben. Hatte ich aber schon erklärt. Ihr seht, man kann nicht allen Leuten Sachen weiß man. Das müssen sie erklären. Hier runter geht's jetzt bitte, Puma. Puma, hier sind die Kalista. Oh, die haben Baron. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Oh, kommst du da ran? Ich und Puma haben schon so viel Erfahrung zusammen. Brauchen wir keinen Baron. Das sind ein paar viele für dich alleine. Das Problem war, leider die Energie reicht nicht immer. Die Synergie brauchte. Ja, und die Energie war halt gerade am Ende. So, das war's mal wieder, Pandeln. Für die. Die Finale. Ich probier das mal durch. Ja, und Fritz macht genau das Richtige, er Split-Push. Genau. Ich erwecke den Anschein eines Split-Push, damit sie fälschlicherweise in die Mitte rennen und denken, dass jetzt warte mal hier. Ich warte hier. Ja, hier warte ich. Das ist die wichtigere Position, das ist die schlechte Position, das ist die gute Position. Ja. So. Wartest du einfach, bis einer kommt. Ja, ich mache erstmal hier den Red-Buff. Kein Problem. So, er ist der Erste. Er denkt jetzt, er kann uns so... Guter Jump übrigens. Kein Problem. Schöner Taunt. Er kommt einfach nicht mehr weg. So, machen wir die Dinger kaputt. Alles andere ist erstmal egal. So, kein Problem. Worf auf jeden Fall. Die haben alles rausgehauen. Wir haben die 2 Kills bekommen. Sehr schön. Sehr schön. Oder Puma? War auf jeden Fall wieder. Manchmal macht jetzt hier den Triple. Oh, ich bin sofort da. Das war alles geplant. Ja! Bitter und da haben wir unsere 2 Kills. Haben wir eigentlich den 3. Kill auch schon fast sicher. Ja, ah, leider doch nicht. Aber ja ein Versager. Worth trading. Muss man schon sagen. Ja, auf jeden Fall den Baron Buff rausgeholt. Vielleicht schaffen wir es sogar, unseren ersten Dragon jetzt zu erhalten. Ja, das liegt halt alles am Jungler. Ich meine, wir haben ja wirklich so hart dominiert. Der Brand failt einfach jedes Mal sein Smite. Das ist nicht witzig. Ja. Und vor allem die Poros. Und die haben den Dragon. Oh, gut. Sehr man sieht, man hat schon was gelernt aus unserem Let's Play. Ja, ich wollte einfach nicht Sonjas benutzen. Das wäre zu asozial gewesen, hätte ich gedacht. Ja.
Das, nein, das gehört sich auch nicht. Ja, aber reicht ja auch von Sonnes. Ja. Genau, reicht. Sollte man mit einbedenken. Ja. Muss man nicht unbedingt aktivieren, das Ding. Ist nicht unbedingt so worth. Kann man das überhaupt aktivieren? Nee, nein. Ich benutze es nie, also. Das erhöht doch immer den Damage. AD, ne? AD. Wird dann für 35 Minuten erhöht. Mindestens. Mindestens. Kommt aufs Champion Setup an, manchmal auch 25 ja. Nur oder auch 77. Das ist aber Maximum. Hat aber auch zum Glück nur eine Cooldown von 10 Sekunden, also von daher kann man das immer gut. Ist auch nicht broken und es stackt auch, ne? Ja. So, ihr seht schon, der wir brauchen jetzt noch 600 Gold. Die baiten schon, ja? Stell mal eine Board. Oder brauchst du gar nicht, ich bin gleich da. Oder ich splitpushe, was wollt ihr? Ich splitpushe. Ja, Zack. Jetzt guckst du blöd, ne? Ja, oh je. Die kann mich killen. Ich weiß nicht, was der Zack jetzt hier vorhat. Wir müssen einfach nur unser Brand beschützen. Ja, Problem ist, wenn der Rengar da jetzt mal Lust hat. Ja, Ulti! Oh! Ja, das hier schon wieder. Ja, die Kalista ist einfach. Jetzt kommt er. Jetzt von hinten. Von hinten. Let it whip. So, macht mal das. Worth Trade einfach nur. Guck dir den Schaden an, Alter. Auf jeden Fall wichtig gewesen gerade. Das war wichtig, sehr wichtiger Kill für uns. Aber das können wir finishen. Ja. Ich mach das ja. Eben. Ja, wir finishen jetzt. Ich bin ja auch. Nein. Nein, nein. Ja, das will ich jetzt nicht von dir gesehen haben. Wenn du jetzt drückst, dann ist es gefinished. Das ist Game Over. Ja, es ist gefinished. Einfach so. Da könnt ihr nichts mehr machen. Gleich gefinished. Komm auf die Cutter! Los! Nee, ich muss mir erst meinen Phantomtanzer holen. Ah ja. Wichtig, guck mal. Weißt du, was noch wichtiger ist? Ja. Guck mich an. Ja, auf jeden Fall groß. Die Rollterform größer als du? Ja. So, komm mal her, kleiner Shin. Jawohl, mit dem Sunfire noch den Minion secured. Zack, 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 zack. Vor allem der Damage ist auch um 3 Millionen Prozent erhöht. Ja, der Phantomtänzer, der macht's jetzt auch auf jeden Fall aus. Einfach mal hochgeultet, dann. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt helfen. Schön rausgebaitet, was ich brauche. Und jetzt? Rein. Wow. Ja. Ramos split pusht einfach, sehr wichtig. Ja. Gibt uns jetzt auf jeden Fall den Inhibitor, ohne dass sie das überhaupt mitbekommen. Ja, das ist die Tarnung. Das ist auch das Attack-Speed. Und jetzt musst du auf jeden Fall den Beyblade raushauen. Kein Problem. Okay. Ja? Wow. Das ist alles kein Problem. Ja. Den gegnerischen AD Carry einfach mal fast geone-shottet. Das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder. Ich habe mehr Farm als unsere Midlaner. Ja. Das ist deutlich. Aber deswegen sind wir auch Challenger und nicht Platin. Ja, genau. Das sind halt, sind halt einfach noch 35 Kilos Unterschied. Genau. 35. Und das ist übrigens noch nicht mal mein Account. Den habe ich übrigens bei eBay gekauft. Bei eBay? Ja. Ich dachte, du bist da mit 5. Ja, ich musste einfach ein bisschen mehr Geld da investieren. Und ich merke gerade, dass mein Headset sich gerade verabschiedet hat. Also ihr könnt gerade mal für 5 Sekunden über mich lästern. Ja, ich muss sagen, der Brand ist scheiße. Ja, finde ich auch. Und wer gedacht hat, dass die Border New Wave nicht mehr ist, der liegt falsch. Ja. Ja. Ich bin wieder da. So, Shen kriegt das alles, ne? Ja. Hat es knapp die 400 Rüstung, so soll das sein. 400 darf man auch nicht überschreiten, sonst wird es kritisch für den Router. Für den Router, also. Warum lachst du da jetzt, Chris? Nee, wir sind total serious. Mann, dieser Pantheon, gib mir nicht einen Blue Buff. Kann man bitte den Elo Kasa einen von seinem YouTube-Channel kicken? Ja, bitte mal, nein. Es geht hier, komm, Baron, Leute. Mach ich solo.
Und ich denke mal, die haben den schon, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Warum? Das war. Nee, die haben den nicht. Das ist Anzeige. Das ist ein Anzeigepack, Alter. Oh, jetzt, ich glaube. Wollen wir ran? Aber gar kein Ding! 5 Millionen! Schön! Ich doch mal tatsächlich. Hab ich. Schön. Ja, okay, ist. Würde ich nicht ganz so unterschreiben, aber. Komm her, Junge. Ich hab Angst. Einfach rein. Ja, ich hab leider nicht so viel Rüstung wie du. Wo will der denn hin, Junge? Ich. Okay, wir finishen jetzt. Ja. Shen, du chased einfach so, dass sie nicht B gehen können. Ja, und dann kommt cool. Die Split-Push-Power von Ramos plus ja, Attack-Speed. Das ist einfach... Ja, einfach aufhalten, genau. Das hast du gut gemacht, Shen. Der Heal ist auch noch raus von dir. Ja, das wichtig war auch das Ignite. War leider eine Katharina da, musste ich leider wegholen. Das ist jetzt nicht gut. Ja, das ist... Nicht schlimm. Ja, schlimm würde ich auch nicht sagen. Ich meine, der Klügere gibt nach, ne? Genau. Das ist wichtig. Nice. Kein AD Carry mehr, das gibt ein Easy. Ach du Scheiße, ja, macht die Schaden. Ich meine, Puma und ich, ja, wir haben zusammen so viele Assists, ja. So viele haben die Gegner nicht mal Ohren. Genau. Ist schwer, Leute, ich weiß. Ich verstehe gar nicht, was wir sagen, aber... Es ist schwer. Mach das weg! Kein Problem, getaunted, da ist der erste Kill. Boah, da geht schon wieder der Brand, hat schon eben spaßliche Anfälle gehabt. Das ist der Ranger. So, und ich würde sagen, jetzt pushen wir einfach mal ich durch. Ich jetzt, Zack, auf geht's hier. Eine Ulti macht weiter, der Una, brauchst du mir nichts sagen. Warte jetzt einfach grad. Das waren übrigens keine Anfälle, das war eine Ejakulation. Seht, meine Rüstung ist ziemlich gut gegen Katharina, weil sie macht kaum noch Schaden. Und ihr seht einfach, das ist einfach cool. Was... Ja, ich will ja auch nicht sagen, dass die jetzt hier alle Dranks schon haben und den fünften Buff haben. Aber man muss den Gegnern ja auch eine Chance lassen. Ja, das wäre unfair. Wir wollen tryharden, aber fair sein. Ja. Das ist wichtig. Fair Play. Könnt ihr auch in den FIFA-Richtlinien nachlesen. Ja, ganz wichtig. Nee, das ist, sollte man wirklich bedenken, weil das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, ja, bei der ganzen Sache. Und wenn es dafür keinen Daumen nach oben gibt und ein Abo, dann weiß ich auch nicht. Ja. Also auf jeden Fall. Ich will gar keinen Daumen nach oben. Ich will eigentlich nur F5 tasten. F5. Das Dollarzeichen muss. F5, ja. Nee, find's echt scheiße, wenn Leute nur einmal. Sollten es wirklich 10-mal gucken. Ja. Aua. Ich bin das jetzt hier auch nicht, um Spaß zu haben. Dann nee, es geht nur ums Geld. Das ist scheiße langweilig hier. Ich meine, 5 Euro im Monat verdienen und damit ist das gut. Und da müsst ihr wirklich 10-mal gucken, damit das so auch drin ist. Meine komm her, du kommst ja nicht raus. Ich komme weiter an der Junge. Junge, was ist denn hier los? Aua. No problem. Ey. Oh, da kommt der Rengo. Gar kein Problem. Zack. So, wir gehen jetzt einfach den Init machen. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall gegen pushen, weil wir sind 5 gegen 3. 5 gegen 5, dachtest du? Nein. Liegst du falsch? Ich habe in Mathe aufgepasst. Ich nicht. So, ich beschleunige mal. Wir sollten aber echt vor der Katharina aufpassen. Ach du Scheiße. Ach du Oh! Da ist er. Zack. Gut. Nice one. Und da ist alles mein Schaden, ist alles mein Schaden. Bitte. Nee, wir sind eigentlich nur Deko. Genau, ihr seid nur Deko am Rand. So, ich roll da mal wieder an. Oh. Und der Triple Quadrat on. Ja. Es war fast ein Hexer-Kill. Wir haben Rüstung gegen sie, das passt. Hier, nein, einfach push mit die Rüstung demonstrieren. Rüstung, zeig mal hier mal, guck mal da. Einmal, sehr schön. Guck mal das Ganze aus, er hängt den ganzen Superstrahler 10.000 da. Da kann ich nicht. Beim Zuschauen. Ich hab mir das bei Magus bestellt, ne? Wir kommen gleich in den Base Tower. Das ist gut. Findest du auch, dass man so eine Botlane für mindestens Challenger empfehlen könnte? Ich denke schon. Ja. Wenn eure Ansprüche nicht höher liegen, dann spielt bitte sowas. Wenn sie höher liegen, dann
In der richtigen 5 kommt jetzt noch ein extra Liga raus. Genau, Leute, und wir haben noch einige Kombinationen für euch auf der Botlane als Synergie geplant. Wir spielen schon ziemlich viele an, wir testen wirklich durch, jeden Tag spielen wir 30 Spiele Minimum auf unserer neuen Kombination, dass wir eben euch dann wirklich ein Video liefern können, wo wir wirklich zeigen können, das ist es, ja. Aber in dem Video muss man auch F5 drücken, das haben wir gerade nur ganz kurz angeschnitten. Das ist wichtig. Ja, also mindestens dreimal. Wenn jetzt noch keiner 5 gedrückt hat, dann drückt das bitte, weil sonst verdiene ich kein Geld. Nee. Und sonst halt kommt keine Folge mehr, ja? Und den Adblocker aus, weil sonst kann ich meine Aufnahmetaste nicht mehr finanzieren. Denn die ist schon kaputt. Ja. Vor allem, da brauchst du echt viel Kraft, um die runterzudrücken, du. Ja, meine ganze Handel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin, ne, Leute. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Oh, jetzt geht's F5. Los. F5. Doch, bis der Arzt kommt, Leute. Aber F5 drücken, bis der Arzt kommt. Tschüss.